meiner weiteren Dwarf Challenge auf meinem Kanal und heute entscheidet Siri, Leute. Heute entscheidet Siri, mein Handy ist am Start. Hey Siri, wie geht es dir heute? Alles groovy. Alles groovy, alles groovy. Ich hab Goofy, Leute, Goofy. Natürlich sind 11 Päckchen am Start, Leute. Wie gut war der Goofy gerade, ne? Leute, ich bin einfach Goofy. Ich bin Goofy. 11 Päckchen sind am Start. Ich werde jetzt ein Team daraus basteln, beziehungsweise Siri macht das. Siri nennt mir immer eine Zahl zwischen 1 und 6. Und dann nehmen wir diesen Spieler und dann müssen wir daraus mit 11 Karten, mit 11 Spielern am Ende ein Team basteln. Ganz easy peasy. Wenn ihr Bock habt auf die neuen FIFA 35 Karten, könnt ihr sehr gerne den Link unten in der Videobeschreibung nutzen. Der führt euch zum Panini Online Shop, wo ihr die Karten, ja, bekommen könnt. Ihr könnt dann ein Bundle holen. Ja, es gibt verschiedene Bundles, müsst ihr euch mal durchklicken. Es gibt Mega-Bundles, es gibt so ein Box-Bundle, es gibt Multipack-Blister-Bundles, wo ihr auch exklusive Limis bekommt, die man nur im Panini Online Shop bekommen kann. Beispielsweise in Erling Haaland, Leute, als Limi. No joke, true story. Schaut da gern mal vorbei. So, ich würde sagen, hey Siri, würfel bitte. Ich würfele. Alles klar, die 6. Die 6 möchte Siri direkt, okay. Direkt die Nummer 6 von Siri. Siri, 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 Siri. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, die letzte Karte logischerweise. Es ist ein Abwehrspieler und es ist... Siri, ich bin stolz auf dich. Andrew Robertson vom FC Liverpool. Wen hätten wir noch am Start gehabt? Einen Leo Messi, einen Marquinhos, einen Emre Can, einen Caceres und einen Barella. Siri, wieso nicht Messi? Marquinhos wäre auch nice gewesen, aber Robertson ist so schon mit der zweitbeste gewesen. Robertson finde ich steht über Marquinhos und Messi natürlich an der Spitze. Und Messi haben wir jetzt leider, ja, leider verkackt. Aber egal, vielleicht kriegen wir ihn ja nochmals Mastercard. Kann ja alles passieren. Hey Siri, würfel bitte. Diesmal ist es eine 2. Dankeschön. Diesmal ist es eine 2. Eine 2, eine 2, eine 2. Und eine Trophy-Card ist mit bei. Und der Spieler ist ein Abwehrspieler. Und es ist Carlos Augusto. Ja, kommt hier als Innenverteidiger rein. Was ist das denn für ein Pokal? FIFA Beach Soccer WM. Ja, moinski, Alter. Der erste Anblick, wo ich gedacht habe, ey, das sieht irgendwie so aus wie so ein Zahnrad für irgendwie so eine deutsche Eisenbahn oder so. Ja, moin. Dann hier Jones und einen Suat Serda. Marcelo wäre hier am besten gewesen, hätte ich dann nämlich als Rechtsverteidiger, ja, aufgestellt. Drittes Pack. Dritter Würfelwurf, lul. Hey Siri, würfel bitte. Einen Moment. Hoppala. Der Würfel ist unter den Tisch gerollt. Gibt es überhaupt eine Siri Dwarf Challenge auf meinem Kanal, wo mich Siri nicht einmal hops nimmt? Hey Siri, würfel bitte. Diesmal ist es eine 6. Danke. Mann, 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 Mann. Eine Nummer 6. Und ich glaube, die Post kommt gerade. Und wenn ich Pech habe, muss ich jetzt kurz zur Tür gehen, Leute. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es ist ein Abwehrspieler. Es ist David Alaba. Wir machen hier die Abwehr komplett. Er stellt als Innenverteidiger. Kann ich am Ende noch switchen, ne? Alaba oder Dings? Alaba kann ja beides spielen. Ich finde, Alaba kann hinten alles spielen. Thomas Müller als Basie. Godin, Barella, Sensi, Martin und Eriksen. Ja, bam. Ich muss ja sowieso einen Alaba nehmen. Ich würde sagen, Siri, nächstes Pack. Bis jetzt hat die Post noch nicht geklingelt, alles gut. Hey Siri, würfel bitte. Diesmal ist es eine 6. Siri sagt hier nur 6. 6, 6, 6, 6, 6. So. Wieder ein Abwehrspieler. Ich brauche keine Abwehrspieler mehr, Siri. Renan Lodi, es hat geklingelt. Bis gleich. So Leute, ein Back. Renan Lodi, Abwehrkette ist komplett. Wir hätten aber auch durchaus, ja, ein Piqué wäre geiler gewesen, Hazard wäre noch dabei gewesen, Cuadrado. Ja, hey Siri,
Würfel bitte. Es wird gewürfelt. Die 4. Die 4, oh, mal eine andere Zahl. Und die 4 könnte sogar, ich glaube, eine Powerkarte durchaus sein. Und es ist wieder ein Abwehrspieler, ich fasse es nicht. Und das ist Nastasic. Bedeutet, ich muss heute Fünferkette spielen, Leute. Fünferketten spiele ich eigentlich nicht so häufig. Linksaußenverteidiger Robertson, rechtsaußenverteidiger Alaba. Ja, was soll ich jetzt anders machen, ne? Ich habe halt noch einen Verteidiger bekommen und deswegen muss ich mit dem Verteidiger auch hier jetzt auskommen. Bonucci wäre geiler gewesen. Ansonsten ja auch nichts großartig Besonderes dabei. Schade, 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 schade. 6 Päckchen sind noch. Und alles fehlt, außer die Abwehr. Hey Siri, würfel bitte. Hey Siri, würfel bitte. Es ist die 1. Oh, direkt die erste Karte, Jungs und Mädels. Die erste Karte und das sieht doch gut aus. Wenigstens keinen Verteidiger. Und das ist doch schon mal gut. Ja, aber über den Spieler kann man sich streiten. Felipe Caicedo von Lazio Rom kommt erstmal vorne rein. Wird da auch drin bleiben. Aber, ja, Marco Reus wäre geiler gewesen. De Gea im Kasten wäre nice gewesen. Siri macht heute nicht so einen guten Job. Siri. Hey Siri. Ich bin unzufrieden mit dir. Ich verstehe. Hey Siri, ich bin unzufrieden mit dir. Nicht. Wenn du möchtest, mache ich eine Online-Suche. Hey Siri, würfel bitte. Hoppala. Der Würfel ist unter den Tisch gerollt. Hey Siri, würfel bitte. Es wird gewürfelt. Die 4. Die 4. Bitte Masterkarte. Ronaldo. Oh, es ist aber... Nee, das ist nicht die 4. Mittelfelder. Mittelfelder, Mittelfelder, Mittelfelder. Es ist Hector Herrera. Ja, zentraler Mittelfeldspieler brauche ich ja noch. Aber lieber wäre mir so ein Marco Reus gewesen. Also das Siri-Team heute... Eieiei, muss ich ganz dringend los. Hey Siri, würfel bitte. Einen Moment, ich würfele. Alles klar, die 2. Die Nummer 2, okay. Wenn Siri die 2 möchte, bekommt Siri die Nummer 2. Und die Nummer 2 ist ein Teuter, sehr gut. Oh, nicht gut. Andrada von Boca Juniors, Leute. Was ist das denn hier heute für ein Team? Chamberlain, wer ist das? Lukaku wäre nice gewesen. Salif Sané, einen Verteidiger hätte ich nicht noch gebrauchen können. 3 noch. 3, 3, 3, 3, 3. Hey Siri, würfel bitte. Diesmal ist es eine 5. Eine 5. Okay. Siri möchte die Nummer 5 und Siri bekommt die Nummer 5. Und die 5 ist ein Abwehrspieler und der Abwehrspieler ist Stefan de Vrij, den ich jetzt ins zentrale Mittelfeld stellen muss. Toni Kroos wäre nice gewesen für zentrale. Pavard, allgemein heute sehr viele Verteidiger am Start, ne? Junge, Alter. Hey Siri, würfel bitte. Hoppala, der Würfel ist unter den Tisch gerollt. Irgendwann raste ich hier nochmal komplett aus. Hey Siri, würfel bitte. Es ist die 5. Danke, die 5 hatten wir heute auch noch nicht. Und ich hoffe einfach auf einen schönen, oh, es ist eine Powerkarte. Es ist, ja, Leute, ich glaube, ich habe ihn richtig erkannt. Es ist Mr. Paulo. Es ist Paulo Dybalski. Nice. Endlich. So, jetzt fehlt nur noch eine Karte. Ter Stegen am Start hier. Laporte und einen Icardi. Letztes Pack. Am besten so ein rechter Flügel. Irgendwie so ein Sané, Serge Gnabry, Ronaldo. Keine Ahnung. Es gibt Sterling. Gibt ja viele zur Auswahl. Hey Siri, würfel bitte. Hey Siri, würfel bitte. Hoppala. Der Würfel ist unter den Tisch gerollt. Das vierte Mal jetzt. Das vierte Mal, dass sie mich hier so hops nimmt. Hoppala. Hey Siri, würfel bitte. 1. Danke. Kurz und knackig die Antwort. Und die Karte ist ein Mittelfeldspieler. Und es ist noch... Es ist einfach Mats Hummels hier drin, Leute. Es ist Mats Hummels als Top-Mastercard mit bei. Und ich krieg Thomas. Das heißt, ich muss Doppelspitze machen.
und Hector Herrera ZOM so gefühlt und Thomas Zentral. Ja, wir hätten Mats Hummels kriegen können, aber Mats Hummels hätte uns ja nichts weiter. Hier, Gabriel Jesus wäre nice gewesen. Ja, ein Tadlisch wäre auch besser gewesen. Burgstaller zu. Ja, selbst ein Burgstaller wäre besser gewesen hier als ein Thomas Partey. Manometer, Leute. Das ist unser Team. Also, ich traue mir das gar nicht nochmal vorzustellen. Caicedo, Dybala, Herrera, Thomas Partey, Stefan de Vrij, Alaba, Robertson, Nastasic, Augusto, Renan Lodi und im Kasten Andrada. Ja gut, eure Bewertung jetzt unten rein in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich bin raus, haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüssi.